Willkommen in der Toystube. Ja, krankheitsbedingt musste ich ein wenig aussetzen. Demnach, ja, fange ich jetzt so langsam wieder an. Auch wenn ich immer noch nicht 100% fit bin, aber man muss ja irgendwann wieder starten. Demnach gibt es heute einen kleinen Haul. Naja, einen größeren Haul. Und zwar zeige ich euch mal alles, was ich die letzte Zeit so gekauft habe. Und da starten wir mit den Superpowers-Figuren. Wollte ich eigentlich ein extra Video zu machen, aber da ich die Figuren ja sowieso immer nur eingepackt zeige, machen wir das einmal hier im Haul mit. Und zwar ist das die aktuelle Wave. Da haben wir einen goldenen Superman. Sieht sehr, sehr gut aus. Dann gehen wir weiter zu Sinestro. Es ist die komplette Wave, die ich habe. Den finde ich mega genial. Sieht richtig gut aus. Gehen wir zu Brainiac. Den habt ihr schon in einem Video gesehen, wo ich euch das Fahrzeug zu Brainiac gezeigt habe. Auch eine schöne Figur. Dann haben wir passend zu dem The Bug-Fahrzeug, das ich euch auch schon gezeigt habe, haben wir hier den Blue Beetle. Die Figur finde ich auch richtig gut. Da seht ihr auch diese Hände, die man nutzen kann, um ihn unten dran zu hängen. Die meisten Figuren haben nämlich geschlossene Fäuste. Der Blue Beetle hier hat offene Hände. Das ist schon mal ja, ziemlich genial. Die nächste Figur finde ich einen absoluten Hammer. Da haben wir nämlich aus dem Green Lantern Corps haben wir Kilowog. Und das ist mal ein richtiges Schlachtschiff. Eine riesen Figur. Absolut cooles Teil. Der gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, da kommen noch mehr aus dem Green Lantern Corps, die wir dann jo, so ein bisschen zusammenstellen können und größer machen können. Das wäre sehr, sehr cool. Hier haben wir eine Batman-Manga-Variante. Ich habe keine Ahnung. Eine weitere Batman-Einfärbung. Sieht ganz nett aus, da er das klassische Grau hat. Jo, muss man ihn jetzt haben, nicht zwingend. Aber er gehört zur Sammlung dazu. Dann habe ich mal wieder bei Kokistoy eingeshoppt und da habe ich mal wieder einen weiteren Warhammer im 1:18 Maßstab. Ich habe noch eine Figur, die zeige ich euch dann in einem extra Video. Der sieht auch ziemlich nett aus hier, auch mit Wechselkopf und allem. Da seht ihr es, sehr genial, hat ein bisschen was von Abin Sur aus dem Green Lantern Film, finde ich. Dann habe ich hier Toys mal eine Runde geshoppt. Und zwar Robocop. Ich liebe den Robocop-Film und hier haben wir den Ad 209, sogar mit Soundmodul. Das Teil werden wir uns demnächst definitiv angucken. Leider ein kleiner Ditch im Karton, aber ansonsten eine sehr, sehr schöne Figur. Ich habe schon mal reingeluchst. Das Ding ist wirklich genial. Weiter geht es mit Hia Toys und zwar bin ich eh ein großer Alien und Predator Fan und da habe ich mir mal so einige Figürchen besorgt im 1:18 Maßstab. Da haben wir nämlich Lambert in Space Suit, sieht auch echt gut aus. Wir haben Kane Facehugger Attack, da ist definitiv hier oben ein bisschen was los an seinem Helm, auch eine coole Figur. Alles aus dem ersten Alien-Film. Dann geht es über zu Aliens. Da habe ich ein Crouching Alien Warrior. Ja, etwas schwierig zu erkennen. Da könnt ihr ungefähr sehen, wie er aussieht. Ich liebe die Alien-Varianten aus dem zweiten Film. Da habe ich dann auch noch eine weitere. Und zwar ist das ein Alien Warrior. Ich frage mich, ob das hier unten falsch geschrieben wurde, weil da steht Align. Aline Warrior. Auf jeden Fall denke ich mal, ist das ein Schreibfehler auf der Packung. Ja, das ist diese bläulich schimmernde Variante vom normalen Alien Warrior aus Aliens. Dann aus AVP ein Alien. Das ist auch ein Alien Warrior. Man erkennt es wirklich schwer. Ich zeige euch die alle noch in Videos. Ja, der hat einen glatten Kopf, nicht diesen Grid-Kopf wie halt aus Aliens. Alien 3 natürlich darf nicht fehlen, das Doc Alien, auch das sieht sehr, sehr gut aus. Da haben wir natürlich diese auch mit dem glatten Kopf Variante, die aus dem Hund entsteht im dritten Teil. Gehen wir über zu Predator und zwar haben wir den Jungle Hunter Version 2. Ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht dann, ob das jetzt definitiv, soll das der aus dem ersten Film sein, warum er Version 2 heißt, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es der mit Arnie ist.
Dann haben wir aus AVP2 den Wolf Predator Battle Damaged Version. Auch sehr, sehr nett. Der Film war jetzt ja nicht ganz so genial, besonders extrem dunkel gedreht. Aber ich finde den Alien sehr, sehr, also den Predator sehr, sehr cool von der Optik her. Demnach muss der auch sein. Und was darf nicht fehlen? Ein paar Alien-Eier und Facehugger müssen natürlich auch dazu. Sehr cool. 6 Eier mit 6 Facehuggern fand ich einfach irgendwie genial, musste ich haben. Und ja, das gucken wir uns alles demnächst mal in einem Video an, die ganzen Aliens. Dann ein weiterer Mech von Joytoy im 1:25 Style. Wollte ich auch lange mal weitermachen. Hier haben wir den Iron Wrecker 09 Pursuit Type Mecha. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, den auszupacken. Da ist wieder eine kleine Figur dabei und wir haben wieder so einen coolen Mech, den wir dann uns definitiv angucken werden. Freue ich mich schon sehr drauf. Dann kommt eine Line, die ich lange nicht weitergesammelt habe. Ich habe schon einige davon. Das ist Acid Rain. Ist auch eine, ja, wer es nicht kennt, Figurenserie aus China, die qualitätstechnisch leider, finde ich, so ein paar Mankos hat. Aber erstens von den Boxen her mal extrem schön ist und da gibt das so coole Figuren. Und da habe ich mir das Field Wild Beast geholt. Figur mit Motorrad. Gucken wir uns definitiv demnächst an. Aber es kommt jetzt noch besser. Und zwar, das muss ich jetzt hier mal rüberschwenken, habe ich mir endlich mal so ein großes Fahrzeug geholt. Und zwar ist das Bugs Ankylo. Und das Ding, ich habe schon reingeguckt, ist ein absoluter Hammer. Ich liebe solche Fahrzeuge. Und das Ding hier hat es echt in sich. Also werden wir uns demnächst angucken von Acid Rain. Coole Figurenline, ähnlich so auch Richtung Joytoy. Aber ja, hat irgendwie, finde ich, einen coolen Style. Ist so endzeitmäßig und das Fahrzeug ist ein Knaller. Kann man auch immer extrem viele Zusatzelemente für kaufen, so wie da hinten dieser Aufsatz zum Beispiel. Der ist gar nicht mit bei, den kann man extra erwerben und dann kann man das Ganze ein bisschen, ja, alles zusammenbauen. Und es ist, diese Acid Rain Line ist wirklich sehr vielseitig und sehr, sehr cool. Leider halt so ein paar kleine Mankos, die ich euch dann im Video dazu mal erzählen werde. So viel dazu. Ich hoffe, der kleine Haul hat euch gefallen. Also klein war es ja noch nicht gerade. Es war einiges, habe auch lange im Actionfigurenbereich nichts gemacht. Was ich jetzt hier nicht liegen habe, ist Masters of the Universe Origins Extender ist gekommen. Und der kommt ja von Mattel Creations. Den habe ich schon im Keller und den werde ich euch definitiv in einem extra Video zeigen, weil ich weiß, ihr liebt Masters of the Universe und Extender bekommt natürlich ein extra Video. Den gucken wir uns an, der ist angekommen und damit bin ich durch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar und ein Abo natürlich, würde mich tierisch freuen. Damit bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt flockig und tschüss. We'll be right back.